Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren Kollegen. Heute liegt uns ein Gesetzentwurf der SPD vor. Thema ist mal wieder die angemahnte Tariftreue. Ja, es ist richtig, Arbeit muss sich wieder lohnen. Das ist ein Wahlkampfspruch der AfD und wird es aller Voraussicht auch bleiben müssen, denn das, was die Ampel jetzt in den nächsten Jahren in Berlin veranstalten wird, wird zu mehr Armut von immer größeren Bevölkerungskreisen führen. Eine Entwicklung, welche die Regierung Merkel erfolgreich eingeleitet hat und nun die Ampel vollenden darf. Dennoch bleibt ihr Gesetzentwurf ein reines Produkt von Schaumschlägerei. Denn auch wenn es umgesetzt würde, gäbe es neben mehr Papierarbeit für den gequälten Unternehmer, für den Arbeitnehmer keinen Mehrwert. Es ist so, als ob die SPD den Arbeitnehmer etwas verkaufen möchte, was er eh schon besitzt, aber ihm bisher auch nicht mehr genützt hat. Die Löhne stagnieren seit Jahren weiterhin und mit der grünen Inflation sinken diese auch im Verhältnis zu den steigenden Preisen. Und es nützt auch keine Tariftreue, wenn die Gewerkschaften immer weniger Mitglieder haben. Mitglieder, welche die SPD selbst vergrault, weil diese ja die falsche Meinung haben. Der Arbeiter wählt heute blau. Blaue Gewerkschaften oder Betriebsräte werden aber von ihnen auf das Härteste bekämpft. Diese Verfolgung gegen Andersdenkende hat mittlerweile solche Züge angenommen, dass der Arbeiter sich nicht mehr trauen, offen ihre Meinung zu sagen und erst recht nicht in den SPD-kontrollierten Gewerkschaften. Und solchen totalitären Meinungstotschlägern kehrt der Arbeiter den Rücken. Er soll linke Bonzen finanzieren, damit diese dann auf ihn die Antifa hetzen, weil er eine falsche Meinung hat. Tja, liebe SPD, das funktioniert halt nicht. Sie mögen mit ihrem Medienimperium noch so viele Arbeiter, Angestellte und kleine mittelständische Unternehmer täuschen und Meinungsterror ausüben. Aber die Wirklichkeit werden sie nicht täuschen können. Die Ampel in Berlin steht auf Rot und irgendwann wird auch der letzte von Ihnen verratene Arbeiter erkennen, dass eine Weiterfahrt zu fairen Löhnen und gut bezahlten Arbeitsplätze es nur geben kann, wenn die Ampel auf Blau springt. Wissen Sie, ich bin da sehr geduldig, denn wir lassen uns nicht jagen, weder von Prognosen noch von der CSU-finanzierten Antifa, aber Ihnen, werte Damen und Herren Kollegen, Ihnen läuft die Zeit davon. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass sämtliche Corona-Beschränkungen abgeschafft werden müssen.